Du spielst seit kurzem oder längerem mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen, hast aber noch Angst vom Scheitern? Nun, da werde ich dir heute ein paar wichtige Informationen zeigen, weshalb diese Angst überflüssig ist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und ich habe nicht nur vielen Menschen dabei geholfen, den Sprung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, erfolgreich zu wagen und die ersten haben auch davon inzwischen schon ihr Unternehmen verkauft, sondern ich habe selbst auch viele Unternehmen gegründet. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, was auf dich zukommt, was auf einen zukommt, wenn man das Angestelltenverhältnis verlässt, um sich selbstständig zu machen. Die erste und die wichtigste Lektion ist es, dass wenn du Biografien anschaust von sehr erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten, dann ist es sehr, 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 sehr selten so, dass die erste Selbstständigkeit gleich der Riesenerfolg wird. Und dafür gibt es auch eine logische Erklärung. Denn wenn du schwimmen lernen willst, dann reicht es in der Regel nicht aus, dass du dich auf die Schulbank setzt und Schwimmunterricht theoretisch erfährst oder sogar eine Universität gehst und vom Professor für Schwimmen doziert und unterrichtet wirst und deinen Bachelor und deinen Master machst und den Doktor am Schwimmen. Nein, eines Tages wird es erforderlich sein, dass du in das Wasser hineinspringst. Und da ist das Hauptproblem, dass es keine wirkliche Schule gibt, weder Grund- noch Oberschule, die dich auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Es gibt doch keine Universität. Das heißt sogar, die Professoren, die an der Schule und an Universitäten lehren, die Betriebswirtschaft lehren oder Volkswirtschaft lehren, haben ganz selten unternehmerische Erfahrungen oder sind sogar erfolgreich. Viele sind vielleicht selbstständig als Freiberufler tätig und verkaufen dort aber auch nur ihre Zeit gegen Geld. Die wenigsten sind selbst Gründer, Unternehmer, haben viele Mitarbeiter, haben vielleicht Unternehmensketten aufgebaut und wissen, wenn sie vorne vor den Studenten stehen, wovon sie sprechen. Das heißt, egal wie viele Gründerseminare du besucht hast, wie viele Bücher und YouTube-Videos du gelesen und geschaut hast oder wie viele Menschen du um dich herum hast, die dich fördern, letztendlich hast du noch keine qualifizierte Ausbildung für ein Unternehmerdasein. Das bedeutet, um den Punkt des Lerngewinns wirst du schwerlich drum herum kommen. Und was ist die beste Möglichkeit, um Unternehmertum zu lernen? Nun, die beste Möglichkeit ist, wie beim Schwimmen, einfach mal mit dem Vorwissen ins Wasser springen, hin und wieder auch mal abtauchen, Wasser zu schlucken, die ersten Bewegungen zu machen, Korrektur zu bekommen, um dann schließlich das Schwimmen zu erlernen. Und so ist es auch als Unternehmer. Du musst ins Wasser und deine ersten Erfahrungen sind selten von Erfolg gekrönt. Genauso also wie das kleine Kind, was bisher nur gekrabbelt hat und laufen lernen will, immer wieder auf die Nase fliegt, bis es dann schließlich gelernt hat, das Gleichgewicht zu halten auf zwei Beinen, genauso wirst du auch als Gründer das Unternehmertum, das Unternehmerdasein lernen. So wie beim Schwimmen, du hin und wieder Wasser schluckst. Das bedeutet, erst kommt der Lerngewinn, dann kommt der profitable Gewinn. Deshalb sieht die ganze Sache genauso sportlich, wie Thomas Alva Edison es sportlich gesehen hat auf seinem Weg zur Erfindung der Glühlampe. Er hat nämlich gesagt, ich habe zunächst 10.000 Varianten herausgefunden, wie es nicht funktioniert, wie die Lampe nicht leuchtet, dauerhaft leuchtet und der Glühdraht nicht durchbrennt. Erst die 10.000. Variation hat dann zu diesem Produkt geführt, zu dieser Erfindung geführt, die heute unser Zimmer erleuchtet. Der zweite Grund, weshalb du keine Angst vorm Scheitern brauchst bei deiner Selbstständigkeit, ist unser Sicherheitsnetz, unser soziales Netz, was wir haben. Denn egal, ob du mit Gründungszuschuss am Anfang startest oder nicht, wenn deine persönlichen Gelder ausgehen und dein Unternehmen noch nicht so viel abwirft, dass du davon leben kannst, dann hast du immer noch die Möglichkeit, zum Jobcenter zu gehen und ALG II zu beantragen. Und das bedeutet, dass deine Krankenkasse immer bezahlt ist. Auch deine Miete, Unterkunft, ob du eine kleine Wohnung hast oder eine WG, du wirst immer genügend Geld haben in Deutschland, um einen Wohnraum zu bezahlen. Es gibt keinen Grund für Obdachlosigkeit. Auch der dritte Punkt, die Lebenshaltungskosten bis 409 Euro, glaube ich, sind das in der Zwischenzeit, werden bezahlt. Insgesamt also 1.100 Euro kriegst du immer vom Jobcenter. Das bedeutet also, wenn dein Unternehmen langsam rentabel wird und Profite abwirft, beziehungsweise Überschüsse, von denen du leben kannst, dann senkt im Gegenzug antiproportional das Jobcenter die Bezüge, dein ALG-II-Geld. Du hast also unterm Strich immer genau gleich viel Geld, sodass du überleben kannst. Das heißt, die Angst, deine Wohnung zu verlieren, nicht zu essen haben, ist völlig unbegründet in unserem Land. Und selbst wenn du eine größere Investition planen solltest, also 50, 100, 200.000 Euro Kapital, Fremdkapital aufzunehmen, weil du einen guten Standort, ein Ladengeschäft, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte anschaffen willst, selbst wenn du das tust und das geht daneben, hast du immer noch die Möglichkeit, entweder mit den Banken zu verhandeln
und die Tilgungsdauer zu verlängern, damit die Tilgungs- und Zinslast zu verändern. Oder du hast die Möglichkeit, auf der anderen Seite im schlimmsten Fall nach 5, 6, 7 Jahren der Privatinsolvenz wieder von neuem zu starten. Das bedeutet also zusammengefasst, Angst vom Versagen brauchst du nicht haben, weil es normal ist. Du bist 100-mal auf die Nase gefallen, bevor du so laufen konntest, wie du es heute tust. Auch deine Lebenshaltungskosten, deine Wohnung, die wird immer bezahlt, auch deine Krankenversicherung, wenn du in Kommunikation mit dem Jobcenter trittst und die Regeln beachtest. Und der dritte Punkt ist, selbst im allerschlimmsten Fall, wo du alles verlierst, hast du durch unser Privatinsolvenzrecht immer wieder die Möglichkeit, nach 5, 6, 7 Jahren schuldenfrei zu sein oder noch besser sozusagen mit den Gläubigern sich an den Tisch zu setzen und kleine Raten auszuhandeln, die du dann mit deiner Angestellten-Tätigkeit oder mit dem nächsten zweiten Erwerb dann auch tilgen kannst. Solltest du Hilfe wünschen, um die Gefahr des Scheiterns zu reduzieren, also auf unter 10 oder unter 5% Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dann macht es natürlich Sinn, dich mit zusammenzusetzen mit Beratern, Unternehmern, die Erfahrung haben, die diesen Weg schon gegangen sind. Dann kannst du von 100 typischen Fehlern vielleicht schon 90, 95 oder 98 der Fehler vermeiden. Dafür steht dir ein Gutschein zur Verfügung für ein kostenfreies Erstgespräch. Dort kannst du alle Fragen stellen, du kannst aber auch gerne unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg und mach dich noch heute auf, deinen ersten Schritt zu wagen zu deiner Verwirklichung, zu deiner Gründung. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.